Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kusche und in diesem Video zeige ich euch alle sieben Orte der Piratenlager, um Woche 1 von Season 8 in Fortnite eben zu erledigen. Das ist eine der kostenlosen Herausforderungen und wie gesagt, sieben Stück müsst ihr insgesamt im Spiel besuchen und ich zeige euch die jetzt in einem Moment. Es wäre nice, wenn ihr mich durch ein Abo, Like oder eben durch das Benutzen meines Creator-Code Kusches im Itemshop unterstützen würdet. Ja, Piratenlager Nummer 1 befindet sich etwas südlicher auf der Karte in der Nähe von Paradise Palms. Ihr seht es auch auf der Karte, wo ungefähr meine Kamera ist. Und hier ist einmal hier an der zerstörten Brücke einmal ein Piratenlager. Das nächste Piratenlager findet sich hinter Retail Row. Und zwar ist es direkt eben am großen Vulkanberg. Einmal hier an der Seite könnt ihr eigentlich nicht verfehlen. Das nächste Piratenlager ist ziemlich in der Nähe von Nummer 2. Wenn ihr einmal hier am Piratenschiff und eben diesen Flusssee, wie ihr es auch bezeichnen wollt, einmal vorbeigeht, dann ist auf der anderen Seite einmal Ort Nummer 3. Ort Nummer 4 befindet sich in der Nähe vom Loot Lake, also zwischen Loot Lake und Dusty, gibt es einmal hier auf dem Hügel oder beziehungsweise neben dem großen Hügel, wo es eigentlich früher Flugzeuge gab, einmal hier ein Piratenlager. Das war dann Piratenlager Nummer 4. Piratenlager Nummer 5 befindet sich hier hinter Tilted Towers, direkt neben dem zugefrorenen See, also neben Greasy Grove. Piratenlager Nummer 6 ist in der Nähe von Pleasant Park und zwar unser ehemaliges Spooky House hier oben ist nun ein Piratenlager. Und das letzte Piratenlager, Piratenlager Nummer 7 für eure Herausforderung, findet ihr zwischen Salty und Fatal Fields, einmal hier auf dem großen Berg. Wir haben das ja auch Grandmas House mehr oder weniger genannt. Das ist jetzt ein Piratenlager. Das sind alle sieben Orte. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Vielen lieben Dank, viel Spaß beim Challenge spielen und bis dann!